Aufbau einer unterdruckgesteuerten Abgasklappe und Funktion eines Abgasklappensystems bei Saugermotoren mit Einsatzbeispiel. Eine unterdruckgesteuerte Abgasklappe besteht meist aus folgenden Teilen: Unterdruckdose, Membran, Feder, Anschlusssegment, Abgasklappenwelle, Abgasklappe, Betätigungsstange. Eine Abgasklappe wird dann genutzt, wenn die Lautstärke einer Abgasanlage gesteuert werden soll. Das Prinzip ist dabei meist immer das gleiche. Die verschlossene Abgasklappe leitet den Abgasstrom durch den schallabsorbierenden Teil des Dämpfers. Die Lautstärke der Abgasanlage ist normal. Sobald die Abgasklappe öffnet, wird ein Teil der Abgase durch ein durchgängiges, vom Durchmesser eventuell größeres Rohr geleitet. Dadurch wird die Abgasanlage lauter. Der Öffnungswinkel der Abgasklappe wird bei Saugermotoren durch den Unterdruck bestimmt, welcher sich in der Ansaugbrücke bei laufendem Motor bildet. Um die Abgasklappe öffnen oder schließen zu können, wird ein elektronisch gesteuertes Magnetventil in die Unterdruckleitung, welche zur Abgasklappe führt, gesetzt. Solange das Magnetventil nicht geöffnet wird, gelangt kein Unterdruck an die Abgasklappe und bleibt somit geschlossen. Wird das Magnetventil über Knopfdruck oder Fernbedienung geöffnet, wird der Unterdruck an die Abgasklappe geleitet und öffnet diese, je nachdem wie stark der Unterdruck ist. Sobald das Magnetventil wieder deaktiviert wird, wird auch die Abgasklappe geschlossen. Die Lautstärke der Abgasanlage kehrt zum normalen Pegel zurück.